Bund hat Geld auch in Sachsen zur Verfügung gestellt, um Impfkapazitäten auszubauen. Ich würde Sie dringend auffordern, dieses Geld zu nehmen und in Impfzentren zu stecken. Herr Buschmann, der erste, nee, das ist nein. So können Sie mit mir hier nicht reden. Kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach? Also wenn mir jemand kommt aus Berlin und mir irgendwas über Geld bezahlt des Bundes, dann ist Schluss. Bin ich denn hier der einzige Idiot, dem Regeln noch irgendwas bedeuten? Erstens. Herr Kretschmer, zweitens, ich habe Ihnen gerade etwas, Sie sich am ich habe so gerade Sie etwas über Telegram gesprochen. Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört. Ich hatte und über ein wirklich ernsthaftes Thema. Sie sollen Justizminister werden und schieben das jetzt wohl beiseite. Hier geht es um das Sie Thema Rechtsextremismus und wirkliche Probleme. Eine katastrophale Lage in Ihrem Land. Ja. Das machen Sie jetzt gerade. Sich hier hin und sagen, erstens, der Bund ich, hat uns Maßnahmen ich sitze weggenommen. Hier.